Super Freunde, herzlich willkommen bei Turn On. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Wolf, das ist mein lieber Kollege Meru. Und unser Streifzug zurück durch die Xbox-Geschichte nähert sich dem Ende. Wir reden nämlich heute über die Xbox One. Leute, ich flipp aus. Die steht ja schon wieder. Wer stellt die denn immer hochkant hin? Warum macht man sowas? Egal. Die Xbox One. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Kann man so sagen. Nennen. Also, um das mal anzureißen, in meiner Wahrnehmung hat Microsoft mit dieser Kiste sich einige Böcke erlaubt. Da ist nicht alles ganz rund gelaufen. Das kann man sagen. Und ich finde es fast ein bisschen schwer, in diesem einen. Also, wir haben in diesem Video viel mehr zu erzählen als in den anderen davor, weil bei der Xbox One ist so viel passiert. Allein schon, das ist hier keine Xbox One. Das ist die Xbox One X. Davor gab es die Xbox One S. Und dann gab es die und so weiter und so fort. Also, da ist so viel passiert. Ich finde aber, man muss dazu auch sagen, im Zeitalter der Xbox One, die ja 2013 rauskam, hat Microsoft dann auch ganz viel wieder korrigiert und hat sich auf einen sehr guten Weg dann am Ende bewegt. Also insofern, man kann anfangen mit einem ganz, ganz miesen Start, der sich dann über viele Jahre hinbewegt hat zu einer ziemlich guten Neuausrichtung. Also insofern, aber erzähl doch mal unseren Leuten, warum gab es am Anfang so viel Konfusion über die Xbox One? Naja, also so wie sich es mir dargestellt hat, hat die Xbox One von vornherein so einen Negativruf gehabt, ja, den sie bis zum Schluss nicht mehr losgeworden ist. Also ich weiß noch, bevor die Konsole offiziell im Laden war, wussten alle schon, dass sie keine Gebrauchtspiele abspielen wird. Du musstest dich einmal am Tag mit dem Internet verbinden. Das ist heute Standard, da redet kein Mensch mehr von. Aber damals fühlten sich alle total gegängelt. So, ja wie, aber was ist, wenn ich kein Internet habe? Also das waren schon ganz, ganz schlechte Startvoraussetzungen. Mhm. Und dann kam auch noch so eine, Entschuldigung, ich werde jetzt mir durchgehen lassen, aber so eine Pfeife wie Don Matrick, der damalige PR-Chef von Xbox. Also ich weiß noch, ich kann mich an diesen Gameplay-Clip erinnern, da war er so richtig, du hast gemerkt, dass er richtig genervt und angekotzt ist von den ewigen Nachfragen, so mal, wie ist das mit Gebrauchsspielen, wie ist das, brauchen wir echt Internet? Und dann hat er mal so richtig so rotzfrech gesagt, ey, also okay, wenn du kein Internet hast, dann haben wir ein Produkt für dich, das heißt Xbox 360. Ja. Und da dachte ich, Alter, was für ein PR-Desaster, das darfst du doch nicht sagen in die Kameras, ey, kopf doch unser alter Scheiß. Ja. So, und deswegen hat sich, für mein Empfinden, hat sich die Xbox von diesem Negativstigma nie erholen können. Also, die Kiste an sich, technisch ist die fein, hat auch eine Menge geile Games. Wir wollen jetzt nicht drüber reden, ob jetzt PlayStation oder Xbox die besseren Spiele hatte. Aber so gesehen hat die ja dann nicht so viel falsch gemacht, wie man so meinte. Nein, sie hatte einen schlechten Start und mittlerweile, wie du schon sagtest, Always Online ist gar kein Thema mehr für die meisten Leute. Man könnte fast auch das so positiv formulieren, dass Xbox da derzeit ein bisschen voraus war, technisch gesehen, wenn man das so will. Matrick ist dann auch, noch bevor die Konsole rauskam, zurückgetreten. Also ab da fing das schon an, dass als Phil Spencer dann sein Nachfolger wurde, dass sie versucht haben, das Ganze so ein bisschen anders auszurichten. Aber am Anfang verkaufte sie die sich nicht gut, weil die Konkurrenz natürlich genau in diese Lücke reingetreten ist, genau die Verkaufsargumente dann gebracht hat, die bei der Xbox schlecht aussahen. Nun ja, wie gesagt, man könnte sehr viel erzählen über diese Hardware. Lass uns aber doch mal über die Spiele sprechen, denn da gab es auch so unglaublich viele von, die wir teilweise jetzt noch spielen. Wir haben wieder unsere Redaktionskollegen auch gebeten, da mal ein bisschen aus ihrem Erfahrungsschatz rauszulassen. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam an. Ah, Forza Horizon 4. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsrennspiel, was nicht allzu schwer ist, weil ich nicht allzu viele Rennspiele spiele. Ich meine, bei Forza ist es ja eigentlich absurd. Teil 4, Horizon 4, ist ja schon älter. Ist kein aktueller Titel, der gerade im 2020-Jahr rausgekommen ist. Und trotzdem sieht es noch so aus, als wäre es gerade frisch rausgekommen. Das ist halt absurd. Natürlich auch so ein paar Updates und das Lego-Pack und so, aber hält das auch noch so alles frisch und am Leben. Aber du merkst, Forza wurde halt perfektioniert. Langen Weg hinter sich und es ist geil. Forza zu spielen, immer auch für zwischendurch, ist super. Ist es das bessere Gran Turismo, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, weil ich kein großer Rennspiel-Fan bin, aber immerhin hat es eine ordentliche Open World zu bieten. Auch auffällig, die ist natürlich menschenleer und tot, ist ja klar. Würde viel zu viel Rechenpower kosten, da auch noch Passanten rumlaufen zu lassen, wie in Gran Turismo, wie in GTA. Ich glaube, es gibt kaum eine Serie, die zurzeit so populär ist und von so vielen Spielern geliebt wird im Rennspielgenre. Das gefällt mir aber sehr gut, weil es so eine niedrigschwellige Art hat, dir einfach Spaß am Fahren zu vermitteln. Es hat so ein Fortschrittssystem, dafür musst du noch nicht mal groß Rennen gewinnen eigentlich. Es reicht, wenn du überall einfach
rumfährst, wenn du Autos freischaltest, wenn du Stunts machst, gut, wenn du Rennen fährst und gewinnst natürlich auch. Aber dadurch gibt es eigentlich ständig das Gefühl, man kommt irgendwie voran und man macht nichts so richtig umsonst. Das ist beim Spiel ja nicht ganz unwichtig, auch wenn die einfache Freude am Fahren natürlich auch schon eine Belohnung wäre und das in dem Spiel eigentlich auch ist. Also ich fand das extrem beeindruckend, als ich das eine längere Zeit gespielt habe, auch gerade mit diesen Jahreszeitenwechseln, die halt wirklich die komplette Insel da umfärben, umformen. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, es ist ein wirklich sehr schönes Spiel auch. Ich bin sehr gespannt, wie die Xbox Series X das darstellen wird, wenn da ein bisschen Optimierung drin ist. Oh, Sea of Thieves. Ich würde dieses Spiel lieben, wäre es ein Singleplayer-Spiel. Ozean der Diebe ist also toll. War schon von Anfang an eine tolle Idee und wahrscheinlich das Spiel mit dem schönsten Wasser. Schon von Tag 1 war es so, was mache ich hier eigentlich in diesem Spiel? Aber das Wasser ist geil. Spiele ich tatsächlich hin und wieder mit Kollegen aus der Redaktion. Ist ein tolles Multiplayer-Spiel. Es gibt ja als Spieler sehr viele Möglichkeiten. Man geht auf ein Schiff mit anderen, fährt los und erlebt Abenteuer. Das Ding ist, die können manchmal ziemlich nerven. Es ist ein MMO, es gibt auch noch andere Spieler aus der ganzen Welt, die können dir feindlich oder freundlich gesinnt sein. Es kann aber auch sehr lustig sein und sehr, sehr coole Geschichten erzählen, je nachdem, was passiert. Oh, Sea of Thieves. Das ist zum Release ja so ein bisschen untergegangen. Ich finde aber, mittlerweile ist das eins der besten Multiplayer-Spiele der gesamten Konsolengeneration. Einfach deshalb, weil es super gut darin ist, Multiplayer-Geschichten zu schreiben. Also dir eine Welt aufzubauen mit so ein paar grundlegenden Regeln und Tools und dann den Leuten, die das spielen, die Chance zu geben, selber irgendwelche Geschichten zu schreiben. Dadurch, dass die Spieler selbst die Storys schreiben und auch verschiedene Spieler aus verschiedenen Teilen der Welt zusammenkommen, weiß man quasi nie, was passiert. Es gibt auch Partien, die sehr langweilig verlaufen. Wenn ich das gespielt habe, ist eigentlich immer irgendwas Absurdes, Witziges oder Dramatisches passiert. Egal, ob ich nur eine Stunde gespielt habe oder zwei oder drei. Irgendwie hatte man hinterher immer so fast schon so ein Seemannsgarn, was man erzählen konnte, wie man dann überfallen wurde oder wie sich jemand auf das Schiff geschlichen hat oder wie man so gerade eben noch irgendwen versenkt hat oder gegen irgendeinen Boss gekämpft hat oder von irgendeinem Monster angegriffen wurde. Das war einfach, es ist sehr gut darin, dir die ganze Zeit so Sachen zu geben, die so kleine Storys ergeben. Und das ist wirklich gut und das ist was nicht viele Spiele können. Alleine ist es okay, aber mit mehreren hat das so unglaublich viel Spaß gemacht. Und man hatte auch so viele nette Leute bei kennengelernt. Das war ziemlich geil. Das war so ein Überraschungsding, wo keiner, glaube ich, dachte im Vorfeld, dass es so viele Leute irgendwie anstecken könnte. Habe ich einigermaßen mit den Kollegen gerne gespielt online, bis ich das Gefühl bekommen habe, irgendwie gibt es einfach keinen Progress so richtig in dem Spiel. Man macht irgendwie immer das Gleiche. Und das Schlimmste sind die anderen Spieler bei diesem Multiplayer-Spiel. Das ist ein Multiplayer-Spiel mit anderen Spielern und die nerven tierisch ab, weil die stören eigentlich nur. Und das fand ich immer so ein bisschen blöd. Ich habe es auch mal probiert, alleine zu spielen, das ging überhaupt nicht klar, weil ich die ganze Zeit nur ermordet wurde von irgendwelchen anderen Spielern, die mir immer wieder aufgelauert haben. War das schlimmste Erlebnis der letzten paar Jahre in Sachen Gaming, sage ich ganz ehrlich. Und ich bin dem Kraken immer noch nicht begegnet, die anderen aber schon. Da habe ich irgendwie nicht mitgespielt, dann hatten die den Kraken, fand ich doof. Ja, Gears 5, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich noch nicht gespielt habe, was ich aber spielen möchte. Gears 5 ist der Versuch, die Serie ein bisschen in ein neues Terrain zu bewegen. Zum ersten Mal gibt es einen weiblichen Hauptcharakter, zum ersten Mal gibt es Open-World-Elemente. Das hat der Serie tatsächlich geholfen, wieder ein bisschen alte Frische zurückzugewinnen. Gears 5, ja, schon ganz fesselnd die Kampagne, finde ich. Ich mag Kate Diaz, so heißt sie, glaube ich. Coole Hauptfigur, war mir sehr sympathisch. Von dem, was ich gehört habe, soll die Geschichte wieder gut sein, wahrscheinlich so wie im dritten Teil. Und insofern, und die Action stimmt wahrscheinlich sowieso. Also. Für mich hat Gears, die ganze Gears-Reihe, dasselbe Problem wie Halo, dass die drei Hauptspiele, die ersten, die waren echt alle super geil. Dann kam Gears 4, das fand ich schon ganz schön mau. Und danach habe ich wenig Bock auf GS5 gehabt. Vielleicht tue ich dem Spiel auch Unrecht. Es sieht ja auch schön aus, so, da gibt es ja gar nichts dran zu rütteln. Aber für mich hat sich die Faszination der Reihe einfach echt komplett abgenutzt. Ich weiß nicht, ob es an den Charakteren liegt, an der Story, die in andere Richtungen ging. Ich probiere es vielleicht nochmal aus, möglicherweise würde ich dann was anderes sagen.
Aber für mich ist Gears nach 3 und meinetwegen auch noch nach Judgment, lasse ich vielleicht gerade noch so durchgehen, aber ist die Serie damit auch zu Ende gegangen. Und das ist jetzt irgendwie, das heißt Gears, aber es fühlt sich nicht mehr so an. Ich weiß, dass die meisten Leute natürlich lieber den ganzen Multiplayer-Teil spielen. Das war nie so mein Ding. Aber wer jetzt irgendwie auf der Xbox noch den Deckungsshooter oder das Spiel gesucht hat, wo er noch lange viel Zeit mit verbringen kann, der kann natürlich im Co-op mit so einem Multiplayer echt noch viele schöne Stunden verbringen. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, es gibt so verschiedene Spielemarken, die für Xbox mega wichtig sind, die sozusagen im Kern der Marke sitzen. Das sind Gears und das sind Halo natürlich, aber das ist auch Forza. Es gibt ja nicht nur das eine Forza, es gibt nicht nur Forza Horizon, was wir jetzt eben schon gesehen haben, sondern es gibt auch noch Forza Motorsports. Das sind beides so die absoluten krassen Racer-Marken von Microsoft. Das ist bei PlayStation so Gran Turismo, kann man sagen, was ja nicht auf Xbox spielbar ist, deswegen gibt es da Forza. Horizon fand ich von der Idee halt cool, dass du dieses Open-World-Racing halt nochmal auf eine neue Spitze getrieben wurde, was es natürlich auch schon in anderen Spielen so ein bisschen gab, aber da halt noch krass viel mehr. Und insofern auch immer so ein Spiel, was für diese riesige Rennspiel-Community halt immer mega wichtig war. Und vor allen Dingen auf der Xbox One ging das dann auch los, dass das Ding halt, also dieses Spiel sah echt hammermäßig krass aus. Ich weiß, Wolf, du fährst noch nicht mal wirklich viel Auto. wie viel Herz hängt bei dir bei Forza dran? Wahrscheinlich nicht so viel. Null. Also ich habe auch überhaupt nichts dagegen, aber Rennspiele interessieren mich absolut überhaupt gar nicht. Das letzte Rennspiel, ironischerweise, war, glaube ich, auf der ersten Xbox, was ich zockte, und das war Burnout. Reiner Arcade-Racer. Auch geil. Da hörte dann meine Rennspielkarriere auch auf. Deswegen habe ich da null Bezug zu. Ich weiß aber, dass das ein großes Thema ist. Eine Menge Leute finden das geil. Ja. Und hätte ich auch nur minimalstes Interesse an Rennspielen, würde ich es vermutlich auch gut finden. Ja. Aber habe ich überhaupt keinen Bezug zu. Das ist halt für solche Firmen wie Microsoft mega wichtig, weil genau wie halt Gears und Halo ist Forza ein Spiel, für das sich Leute eine Konsole kaufen. Mhm. Und deswegen ist das für die immer so mega wichtig gewesen. Ich kenne auch zum Beispiel David, den ihr ja auch schon gesehen habt. Der sagt auch, er spielt auch überhaupt keine Rennspiele, genau wie du meint. Aber Forza, das hat ihm richtig Bock gebracht. Insofern, das ist wichtig und geil und sieht gut aus. Und wir freuen uns alle auf den nächsten Teil. Aber es gibt natürlich auch mehr Xbox One-Spiele. Gucken wir uns jetzt an. Ein Spiel, das für mich aus dem Nichts kam. Man ist geschrumpft und kämpft im eigenen Garten ums Überleben. Haha, Grounded. Ja, Obsidians Survival-Spiel mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft Setting. Hätte man so nicht erwartet von dem Studio, dass er eigentlich Rollenspiele macht. Ist aber eigentlich erstaunlich gut dafür. Also es ist ja noch im Early Access, ist ja alles noch gar nicht fertig. Das merkt man auch. Zum jetzigen Zeitpunkt noch im Early Access, also noch gar kein fertiges Spiel. Haben wir aber auch schon ein bisschen mit den Kollegen gespielt. Interessante Idee, sag ich mal so. Im Prinzip ein Survival-Spiel mit Koop-Mechanik. Gut umgesetzt, ist im Moment noch im Early Access. Das ist schade, weil es noch nicht sehr viel Story-Inhalt gibt. Ich fand die Story, soweit man sie spielen konnte, ganz interessant, also zumindest motivierend genug, um weiterzumachen. Leider endet es dann relativ schnell. Ich hoffe, dass die Entwickler möglichst schnell neuen Content nachliefern, denn es scheint ein großes Interesse an dem Spiel zu geben und es wäre schade, wenn das versandet. Story. In Anführungszeichen ist vielleicht eine halbe Stunde, wenn es hochkommt. Aber die Grundlagen sind irgendwie schon da. Es ist, finde ich, auch eins der technisch polierteren Survival-Spiele, die es überhaupt gibt. Und das setzt einfach, was es versucht, schon wahnsinnig gut um. Und ich bin echt gespannt, wie sie das noch komplett ausbauen. Auf Gefallen, dass das viele sagen werden. Die Spinnen sind natürlich ein Highlight im negativen und im positiven Sinne dieses Spiels, weil die sind gigantisch. Und je nachdem, wie viel Angst man vor Spinnen hat, kann man die Anzahl der Beine reduzieren in den Optionen, bis sie gar keine mehr haben. Dann sind das einfach nur fliegende Blobs. Feature-technisch mit diesem Spinnenfilter hat es halt schon vieles richtig gemacht, um für viele, die mich einbezogen, so eine Arachnophobie haben, damit einbeziehen zu können oder auch mal das erleben zu können, was so ein Spiel bedeuten kann. Dass so eine Filter vielleicht nicht sogar mehrere Spiele haben, wundert mich, weil hier ist es so selbstverständlich. Aber stellt euch vor, so ein Witcher mit so einem Spinnenfilter, das wäre doch mal derbe geil. Da muss man halt nicht immer Angst oder Gefahr laufen, gleich in dem Spiel irgendwie kotzen zu müssen oder abschalten zu müssen, weil man auf einmal nicht mehr klarkommt mit seiner virtuellen Umgebung. Oh Gott, die Spinnen. Ja. Ich bin echt froh, dass es diesen Arachnophobie-Modus gibt, wo man den Spinnen quasi die Beine und den ganzen Körper klauen kann, weil das in Ego-Perspektive oder auch nur in dieser Third-Person-Sicht ist auch schon schlimm genug. Für mich, glaube ich, kaum machbar. Das
hat vielleicht sogar ein bisschen das übertrumpft, was das Spiel sonst kann. Es zeigt ja, boah, wenn ich das sehen, boah. Es zeigt ja sonst Dinge, die wirklich bis dahin ungesehen waren. Also ganz klein zu schrumpfen und in seinem eigenen Vorgarten rumzulaufen, ist schon eine geile Idee. Ja, aber ich selber habe es halt noch nicht gespielt, wegen ich traue mich noch nicht. Schade. Rise, Son of Rome. Guck dir das an. Das ist doch schön, das alte, antike Rom. Ja, ich habe damals die Trailer gesehen und dann habe ich es aber nicht mehr gespielt. Insofern kann ich auch da nur begrenzt was zu sagen. Aber guck mal, wie Render-Trailer immer noch so aussehen wie jetzt. Da hat sich irgendwie nicht so viel getan. Rise, Son of Rome. Ich bin der Meinung, dass ich das auf dem PC gespielt habe, um dann möglichst diese tolle Grafik zu genießen, weil das ist ja vor allem für die Grafik bekannt. Es ist eigentlich auch ein gutes Spiel, ja. Also es ist ein gutes Actionspiel. Es ist kein irgendwie herausragendes, wahnsinns überwältigendes Actionspiel oder so, aber es ist eigentlich durchaus gut. Das war auch so ein Spiel vom Genre her. Also ist das, kann es auch andere Spiele mit dem Thema geben, wie Assassin's Creed, aber nicht Assassin's Creed zu sein? Und ich weiß, ich habe das damals mit einem Kollegen gezockt, der leider kein Kollege mehr ist, weil er weggezogen ist. Das ist schade, so ist es dann mit Freundschaften. Aber es war damals ein tolles Spiel, gemeinsam irgendwie so ein bisschen das Interesse zu einer bestimmten geschichtlichen Epoche, die man so hat, zu teilen und das immer so ein bisschen nachzuleben. Und das sah halt auch geil aus. Die konnten tatsächlich im Kolosseum unten den Boden rausfahren und dann da Wasser reinmachen und dann da Wasserspiele veranstalten. Muss man sich mal reinziehen. Also in echt jetzt, nicht im Spiel, in echt. Ich glaube, das in so einer Pracht nochmal zu sehen, das war ungewöhnlich, aber echt geil. Und wenn ich das jetzt mir nochmal angucke, sieht es auch echt schön aus. Ist toll. Und so mythenreich. Geil. Ein sehr heiß beworbener Launch-Titel für die Xbox One war Rise, Son of Rome. Ich kann mich daran erinnern, dass das wirklich ein ganz großes Thema war, weil es grafisch für damalige Verhältnisse umwerfend aussah. Mhm. Und es sieht auch heute noch gut aus. Also muss verhältnismäßig, man ja. Naja, es hat schon ein bisschen gelitten. Es ist ja auch ein paar Jahre alt, das Spiel. Aber damals waren echt alle relativ geflasht. Es ist strittig. Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, das nicht mehr auf die Kinect anzupassen. Das sollte nämlich erst ein Original-Kinect-Spiel sein. Ja. Und dann hat Microsoft davon Abstand genommen und es wurde nur ein relativ simpler, stumpfer Hack-and-Slash-Titel mit einer halbwegs spannenden Hintergrundgeschichte. Ich weiß halt noch, daran erinnere ich mich noch, dass ich vor Launch gedacht habe, ey, das sieht ja voll krass aus mit Kinect und so, dass man da dann einfach so, keine Ahnung, mit seiner Waffe so machen kann. Und dann war das alles nicht mehr und dann dachte ich so, ja okay, dann interessiert mich das jetzt nicht mehr so. Insofern von der Kommunikation her wieder nicht so gut gelaufen, das stimmt, aber das sagt ja eigentlich nichts über das Spiel aus. Also muss man auch erwähnen, ist ja ein deutsches Spiel, also ne, von Crytek aus Frankfurt. Insofern, ja, ich finde es cool, dass es auch wiederum deutsche Entwickler so wichtig waren damals, dass man darüber gesprochen hat. Ja, also ansonsten... Also ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass es technisch wirklich super war und Crytek stand ja wirklich immer sehr dafür, also vor allem so Grafikpower genau, auszureizen mit der Engine und so, ja. Bis zum geht nicht mehr. Das Problem war nur, dass das Spiel an sich echt nicht so geil war. Also das, ich habe es vor ein paar Jahren echt erstmal nachgeholt, weil ich wissen wollte, was es war. Und auch wenn man so ein bisschen die Jahre, die seitdem ins Land gezogen sind, wenn man das so ignoriert, muss man trotzdem sagen, dass es spielerisch schon immer wirklich sehr, sehr flach war. Also ja, ich meine, es sah cool aus, so die Kampfchoreografien. So die ersten 2 Stunden vielleicht war das schon geil, das sah auch wirklich schön aus, aber irgendwann hast du gemerkt, ich mache seit 6 Stunden nichts anderes. Ja. Und dann hat die Faszination sehr schnell nachgelassen. Ich glaube, das Faszinierende war auch dieses History-Ding. Und das ist ja dann irgendwann relativ schnell von Assassin's Creed aufgefressen worden. So, und alles, was irgendwie in die Richtung geht, ist ja dann irgendwie... verbindet man mit Assassin's Creed vom Namen her. Insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob jetzt jemand auf ein neues Rise warten würde oder so. Ey, aber wer weiß, was noch so passiert. Gibt ja noch genug Spiele, die wir uns noch angucken können. Ne? Insofern, weiter geht's. Oh, Quantum Break von Remedy. Habe ich tatsächlich gezockt. War so ein Titel, der sein Potenzial nicht ganz ausnutzen konnte. Sah schön aus, hat sich auch recht flott gespielt. War so vom Gefühl her gar nicht mal so weit entfernt von Control, was jetzt vor einiger Zeit rausgekommen ist. Ich habe lang gebraucht, bis ich mir das Game zugelegt habe. Ich habe es jetzt tatsächlich dann gekauft, als es irgendwie im Angebot war. Weil ich mir dachte, das kann nichts werden. Und dann habe ich es gespielt und habe es, glaube ich, an einem Tag oder 2 Tage wirklich durchgebinged. Das vielleicht ambitionierteste Spiel von Remedy. Es gab damals zum Spiel extra eine TV-Serie oder eine Serie, die produziert wurde mit echten Schauspielern, in der auch die Story des Spiels miterzählt wird. Also es wechselt sich immer, man spielt einige Stunden, dann
schaut man eine Episode dieser Serie, dann spielt man wieder, schaut eine Episode. Unheimlicher Aufwand betrieben. Ja, das ist bei mir immer noch so ein blinder Fleck. Ich mag eigentlich Remedy sehr, sehr gerne. Ich liebe Control. Ich mochte auch Alan Wake echt gerne in dem, was es versucht hat zu machen und gemacht hat. Aber Quantum Break habe ich nie auch nur angefangen zu spielen. Und ich weiß es nicht, alles, was ich davon gesehen habe, sah immer auch irgendwie interessant aus. Und ich glaube auch gerade die Action ist richtig gut. Hat fantastisch viel Spaß gemacht. Die Elemente, die man da nutzen konnte, kannte ich so auch noch nicht. In einem Spiel in so einer Story und das auch mit diesen erzählerischen Elementen dazwischen. War eine tolle Möglichkeit, noch was Neues auszuprobieren. Und man hat auch gemerkt, dass die versucht haben, was Neues auszuprobieren. Und das war schade, dass Games auf diese Art und Weise nicht häufiger vertreten sind. Aber es ist wahrscheinlich auch derbe komplex. Ist schon ganz cool. Man hätte aber noch mehr aus dem Gameplay rausholen können. Und auch nicht komplett überzeugend fand ich diese Zusammenführung von dem Gameplay und von der Story, wie sie im Spiel erzählt wird, und von den Realszenen. Also die haben ja quasi mit echten, richtigen Schauspielern mit großen Namen, haben die so eine Art Miniserie auch gedreht. Spielerisch ist es eigentlich gar nicht schlecht. Es hat auch tolle Effekte. Es hat auch eine ganz ordentliche Geschichte. Nimmt viele Elemente vorweg, so ein bisschen, die später in Control perfektioniert wurden. Aber diese ganze Geschichte hat für mich nicht so wirklich funktioniert, weil sie dafür dann trotz guter Schauspieler und trotz vorhandenem Budget nicht so ganz hochwertig wirkte. Ein bisschen das Problem, was das Spiel hat, sind diese TV-Serie, die sie da eingebaut haben. Denn die unterbricht im Grunde das Spiel zu sehr. Aber bei Alan Wake, da haben sie diese Elemente besser miteinander verwoben. Da ist das alles ins Spiel eingebaut und optional. Also man muss sich diese TV-Serien da drin nicht ansehen. Die sind da drin, wenn man will. Aber bei Quantum Break, da bekommt man einiges nicht mit, wenn man sie sich nicht anschaut. Also es ist wirklich, wird irgendwie dazu gezwungen, sich diese TV-Serie in dem Spiel anzusehen. Weil eigentlich will man ja spielen. Ah, State of Decay 2. Ja, so ein bisschen das inoffizielle Walking Dead-Spiel, würde ich sagen. Man kriegt so diese Beklemmung sehr gut mit, wenn man aus irgendeinem Grund auf einmal infiziert ist mit diesem Zombie-Virus und sich dann überlegen muss, was man jetzt mit seinen Freunden in diesem Spiel macht. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es gibt immer mal so alle 2 Monate einen Tag, wo ich denke, ich hätte jetzt voll Bock, State of Decay 2 weiterzuspielen. Dann mache ich das und dann reicht's auch. Für die nächsten 2 Monate wieder, aber es ist echt gar nicht so scheiße und hat natürlich auch völlig zu Recht eine mittlerweile echt ganz große Fangemeinde gefunden. State of Decay 2 ist spielerisch sehr nah am ersten Teil, eigentlich das gleiche Spiel mit ein bisschen besserer Grafik, besserer Technik, ein bisschen mehr Tools. Die größte Neuerung ist hier der Koop-Modus, also man kann zusammen mit anderen Spielern in der Postapokalypse ums Überleben kämpfen. Es ist eigentlich so ein Mix aus überlappenden Systemen, finde ich, die sich gegenseitig so füttern. Es gibt Schadensanzeigen, es gibt generell so eine Gesundheitsanzeige, es gibt dann sogar so Vorräte, die man sammeln muss. Man hat seine Basis mit Leuten, die man versorgen muss, die auch schlechte Laune kriegen. Dann gibt es da irgendwie Clinch, dann haut da einer ab oder es weiß der Geier was. Also man muss die ganze Zeit so ein Ökosystem eigentlich managen. Das macht es auch echt ganz gut. Gerade im Koop fand ich das irgendwie echt ganz nett, so zu spielen. Die schönste Entdeckung, die wir im Koop hatten, war, als wir mit dem Auto gefahren sind und festgestellt haben, dass man die Autotür aufreißen kann, um Zombies, die daneben sind, wegzuhauen. Das war cool. Ich bin aber noch nie über die erste Open World hinausgekommen. Man kann ja dann irgendwie von der Map irgendwie auf die nächste Map oder so wechseln irgendwann. Aber ich habe immer zu viel Schiss, mich aus meiner Komfortzone in dieser Open World rauszubewegen und dann irgendwo anders, dann am anderen Ende der Map dann noch Leute kennenzulernen und so. Deswegen spiele ich das sehr langsam und konzentriere mich dann immer eher so auf das soziale Miteinander meiner Gruppe. Aber das ist schon ganz cool. Besonders bestes Highlight des Spiels ist, wenn man mit diesen Autos fährt, kann man nämlich bei der Fahrt mit den Türen, die kann man so aufschlagen und die Zombies zermatschen, wenn man an ihnen vorbeifährt. Das ist die beste Spielmechanik, die sie sich haben einfallen lassen. But we'll get some wicked respawn animations. Sunset Overdrive. Eigentlich voll das weirde Spiel. Sunset Overdrive ist jetzt so. Ich weiß nicht. Also damals wusste ich auch nicht wirklich, was das soll. Es ist im Endeffekt so ein bisschen casual. Es hat jetzt, wenn man es rückblickend sich nochmal anschaut, eher was von Fortnite. Oh, ey, Sunset Overdrive. Ja,
Ich finde es sympathisch, dass das Spiel so bunt ist und sich einfach wirklich anders anfühlt. Vielleicht ein bisschen fröhlicher, also meinetwegen auch überdreht und fast schon hysterisch bunt. Aber so irre viele Spiele dieser Art gibt es ja auch nicht. Von daher finde ich das schon eine nette Idee. Von Insomniac Games kennen viele wahrscheinlich wegen Marvel Spider-Man. Hat ja in letzter Zeit ziemlich viele Schlagzeilen gemacht. Auch mit dem, ich will jetzt nicht sagen Nachfolger, mit der Erweiterung, Standalone-Erweiterung Miles Morales. Von dem gleichen Studio, das jetzt ein PlayStation-Studio geworden ist. Ein seltsames Spiel, sehr gamey. Es hat auch eine Story und zwar geht es darum, dass ein schlecht gemixter Energy-Drink die Leute in Zombies verwandelt. Für mich eine der realistischeren Zombie-Stories. Ich glaube, es war zu früh für das, was es sein wollte. Heute würde man es vielleicht eher verstehen und spielen oder häufiger spielen. Wäre vielleicht mal interessant zu sehen, wenn es dafür für die Next-Gen-Generation auch eine Möglichkeit gibt, das noch krasser zu platzieren, dass die Leute denken, geil, die Konsolenalternative für Fortnite oder sowas. Aber ich mag einfach Spiele nicht unbedingt, wo es mehr darum geht, irgendwie alles einzusammeln oder seinen Combo-Counter in die Höhe zu treiben. Ich brauche wirklich eine Story, ich brauche irgendwas, was mich emotional packt und mich ans Pad fesselt. Und Sunset Overdrive war mir da einfach zu beliebig. Das ist so ein Spiel, damit vertreibst du dir die Zeit. So. Und ironischerweise habe ich aber nicht genug Zeit, um sie mir zu vertreiben. Also wenn ich ein Spiel spiele, dann nicht aus Gründen, weil mir eine halbe Stunde langweilig ist. Dann lese ich echt lieber ein Buch oder mache was anderes. Und deswegen fand ich Sunset Overdrive zu... Das war so egal, irgendwie, ob man es gespielt hat oder nicht. Und das ist schade. Ja, vielleicht. Ich weiß, dass viele Leute das ziemlich gefeiert haben. Vielleicht hole ich das echt nochmal nach, wenn ich mal nicht mehr zu spielen habe. Wolf, ich wundere mich, dass du State of Decay 2 nie gespielt hast. Ich meine, du bist doch der Horror-Zombie-Freak. Was ist denn bei dir los? Das Problem ist, dass ich einfach zu doof bin für Survival-Games. Wir haben es auch schon ein paar Mal thematisiert. Ich wünschte, ich könnte sowas spielen. Auch sowas wie Grounded. Ich finde es von der Idee her, finde ich es geil. Ja. Aber mein Gehirn ist einfach damit überfordert, wenn ich mich um 900 Sachen gleichzeitig kümmere. Ja. Ich hasse das. Ich möchte das Stück für Stück abarbeiten. Deswegen bin ich von State of Decay einfach überfordert. Das ist ja sogar noch krasser bei State of Decay, weil du da ja nicht nur eine Figur spielst, sondern eine ganze Party, also eine ganze Siedlung an Figuren, die du dann immer durchwechselst. Muss und alle haben eigene Bedürfnisse und so. Ich finde es irgendwie, also es ist schon herausfordernd, aber irgendwie ab und zu habe ich das mal wieder, da habe ich wieder Bock drauf, setze mich nochmal dran und spiele es weiter. Es gibt super viel Inhalt mittlerweile, weil wir sind jetzt in dieser Ära angekommen, wo ein Spiel halt nicht rauskommt und dann fertig ist, sondern immer noch nachgeliefert wird und so. Und der Entwickler wurde mittlerweile auch Undead Games gekauft von Microsoft. Das ist jetzt Microsoft Studio, Xbox Game Studio sogar. Ich war damals noch bei denen zu Gast, als sie State of Decay 2 vorgestellt haben und so. Das Problem hatte dieses Spiel, genau wie der Vorgänger, dass es sehr von Bugs befallen war, als es rauskam. Und das hat es teilweise für mich fast unspielbar gemacht. Mittlerweile geht das einigermaßen. Ich finde es, wie gesagt, es hat irgendwie was, dass du halt so richtig wie The Walking Dead so die ganze Gruppe so im Blick haben musst und dann halt mit dieser ganzen Gruppe dann dich entscheiden musst, jetzt, keine Ahnung, andere Siedlungen mit denen Kontakt aufzunehmen, mit denen Handel zu betreiben und so. Das ist irgendwie schon eine coole Sache, so ein bisschen open-worldig. Ich kann aber verstehen, dass für Leute wie dich, die ja auch schon nicht mehr die Jüngsten sind, ein bisschen viel ist. Ja, ich meine, ich glaube, von allen Titeln, über die wir in dieser langen Videoreihe gesprochen haben, finde ich es bei State of Decay am schadesten, dass ich das nicht mag, dass es mir nicht gefällt. Weil eigentlich das Konzept brillant ist. Also ein Open-World-Survival-Game in der Zombie-Apokalypse mit so einem Schuss die Sims noch drin. Ja, und dazu kommt eben auch noch dieser Aspekt, und das machen ja auch nicht so viele Spiele, dass eine Figur tatsächlich sterben kann, die dann für den Rest des Spiels auch nicht mehr wiederkommt. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man nach 15, 20, 30 Stunden seine Heldentruppe da so langsam hochzieht und auf einmal, weil du einmal nicht schnell genug reagiert hast oder zu blöd warst und so Zombie-Horde gerannt bist, krepieren diese zwei, drei Leute. Ja. Also ich kann mir echt vorstellen, da bricht dir wirklich das Herz. Du wirst nicht glauben, wie oft ich da schon geragequittet bin und die Kampagne, so einer bist du. Die Kampagne aber nochmal von vorne angefangen habe. So ist es eben. Gut, ja, also so viel zur Xbox One-Generation, muss man ja sagen. Wie gesagt, es war ja nicht nur eine Konsole. Die hier kann ja schon ein bisschen mehr als die du noch zu Hause hast. Ja. Ich bin gespannt, wann der nächste Teil dieser Serie rauskommt. Denn apropos Serie, ihr wisst es alle, die Xbox Series X kommt jetzt raus. Die ist jetzt so die aktuelle Generation. Und ich freue mich schon auf die ganzen Spiele, die wir dann alle kennenlernen werden. Und ich freue mich auch darauf zu sehen, wie wir aussehen, wenn wir den nächsten Teil drehen. Alle hier mit so einem Bart. Ich hoffe, dass dann bei der nächsten Konsolengeneration ich meine Finger nicht mehr brauche, weil die haben wahrscheinlich dann schon längst Arthritis und alles mögliche. Insofern, ja, Wolf,
Hast du noch letzte Worte zu Xbox One zu sagen? Ey, ja, im Nachhinein, also von allen Xbox-Generationen mag ich die am wenigsten. Oh, krass, so, ja. Ja, da ist irgendwie einfach für mich gefühlt zu viel schiefgelaufen. Mhm. Aber ich sehe es wie du, ein neues Kapitel wird da aufgeschlagen. Microsoft wird aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Und wir sehen uns dann irgendwann zu einem unbekannten Zeitpunkt, sehen wir uns hier auf dem Sofa wieder und ja, dann sprechen rückblickend über die aktuelle Xbox-Generation. So bis dahin wollen wir natürlich auch weiterhin wissen, was waren eure Lieblinge für diese Xbox, was haben wir vergessen, womit geht ihr überhaupt nicht konform. Ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zusehen, abonniert den Kanal fleißig, damit ihr auch alle weiteren Videos mitbekommt. Ja, bei der nächsten Xbox treffen wir uns in ein paar Jahren wieder hier. Bis dann. Das wird richtig geil. Ciao! Da bin ich dir ein bisschen ins Wort gefallen, weil ich dachte, du sagst schon Tschüss. Das ist so in Ordnung.